Geht's dir gut? Nimmt der jetzt noch auf? Ich hoffe. Hallo, ich bin's wieder, der Hannes, und der Tim ist auch dabei. Wir spielen Minecraft, das normale Survival Let's Play, und wir schlafen jetzt gleich. Hannes, dein Name liegt unter dir. Das ist doch egal. Ja, du, bei dir sah es gerade so aus, als würdest du unterm Bett liegen, ja? Ja. Das machst du ja auch privat so. Genau, so ist das. Alles. Oh, ein Zombie. Schon blöd. Und ein Creeper. Oh, jetzt kann ich mich da schlachten. Yippie, Monster. Schlachten. Ja. Ja, magst du die Dinger nicht? Ich hab sie zum Schlachten gern. Der war super. Ja, jetzt. Ja, der war voll super, mega. Schaut mal in die Kommentare, ob der Witz gut war oder nicht. Wenn ihr in die Kommentare Nein reinschreibt, dann kriegt ihr einen Keks. Versprochen. Krieg ich einen Keks? Nicht du. Mann. Du hast es nicht verdient. Ich hab's verdient. Irgendwie sehen diese Balken, die aus dem Sack rauskommen, ganz schön hässlich aus, meiner Meinung nach. Ah. Das nervt. Alter, man kommt nicht mehr an die Skelette ran. Was ist da los? So, ich muss jetzt feine. Oder du schaffst es einfach nicht. Nein, ich räche mich jetzt an dem Skelett. Indem du? Okay. Alter, ist hier ein Creeper-Einschlag noch? Ja, könnte gut sein. Und ich muss alles wieder stoppen. Dafür habe ich dich in dem Let's Play eingetragen. Mitgenommen. Keine Ahnung was. Genau, danke. Das nächste Mal kannst du einen Moritz mitnehmen. Bist du jetzt neidisch, dass ich... Klar. Achso, ich musste doch von einem geilen Projekt erzählen, das ich mit Moritz geplant habe. Ich weiß nicht, ob ich das machen. Hey, ja, jetzt nicht. Achso. Sollte Überraschung sein. Schade, das habe ich nicht geschafft. Annes, Loch zu stopfen. Nee, das machst du jetzt. Ich habe jetzt schon das andere gestopft. Komm, weiß ich ja nicht mehr, wo du bist. Dein Haus. Ist hier ein Höhleneingang? Hast du hier irgendwo eine Treppe runtergebaut? Ich weiß nicht mehr, wer die runtergebaut hat. Könnte auch hier irgendwann gewesen sein. War nicht hier irgendwann drin. Nee, ich weiß es nicht. Das weißt du genau. Ja, das ist nicht hier irgendwann, war, weiß ich irgendwie. Ja. Weiß ich ungefähr. Ich kann jetzt mal diese Creepypath da nachstellen und dann so die Render Distance so tiny stellen und dann kommt Hero rein und so, ne? Und dann machen wir daraus so eine extra Special Folge Hero rein als Titel, ne? Damit das auch ja auffällt, dass Hero rein in dem Video vorkommt. Ja, vor allem wenn Hero rein nicht vorkommt, dann ist es erst recht gut. Ja, genau, der Titel hier wird jetzt Hero rein sein bei dem Video. Dann habe ich den Titel und muss nicht lange suchen. Und ich wette mit euch, Hubert wird in dem Video nicht vorkommen. Und jetzt wieder vor dir. Das wäre schon mal geil. Das wäre ein besonderes. Nein. Jetzt bin ich hier schon wieder Minern, ey. Ich hasse es zu Minern, obwohl ich nicht Minern gehen soll. Hast du nicht das gleiche Problem? Nö. Nö, echt nicht. Er hat sowas schon. Also bitte. Nee, ich hab das Problem ja auch nicht. Das ist das Witzige. Hä? Na gut, ich war gerade in Minern. Ich hab das Problem, ja. Wir sollten vielleicht mal unser mein Haus weiterbauen. Warum deins? Das fand ich ja schon ein bisschen assig von mir gerade. Was? Mein Haus. Tim? Ja? Wie ist es so mit drei Pfeilen im Kopf? Ich weiß nicht, ob ich auch völlig auf jetzt. Sondern im Körper nur. Ui. Ich hab Eisen gefunden. Wie ist es so mit einem Pfeil im Nacken? Ja, du bist so. Ich seh's grad gar nicht. So, ich muss mir an dem Skelett rechnen. Den siehst du nicht, der ist hinten. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Ich muss mich am Skelett rechnen, deshalb schießt du mich ab. Ja.
Level 20. Alter. Und Maus durchdrehen. Und ich bekomme diesen hässlichen kaputten Bogen. Da ist kaputt. Ach so, der? Ja. Alter, jetzt hat sich das Skelett aus dem Staub gemacht. Ich komme. Du findest mich nicht. Scheiße. Wie craftet meinen Bogen? Meinst du das gerade ernst? Ich hab auf der rechten Seite habe ich 3 Sticks und dann habe ich da so bogenförmig so 3 Strings. Nein, andersrum, Hannes. Auf der linken Seite? Die Strings müssen gerade sein, der Bogen. Die Sticks müssen bogenförmig. Stimmt, genau. Was hast du eigentlich für Bögen? Ja, das ist immer so. Bei Minecraft weiß ich wirklich nicht, wie mein Bogen craftet, weil ich bei Minecraft dann keine Vorstellung habe, wie ein Bogen aussieht. Das ist irgendwie so ein angeborenes Problem. Hannes ist nicht hat keine Fantasie, ne? Hannes hat keine Fantasie. Was soll das Gras? Ja. Ich bin unter Tage. Ich muss jetzt die Höhenplaylist machen. Alter, du bist so Hobby. Nein, das sind 2 Blöcke. 3 Blöcke tief. Unter der Erde. Ich sehe zwar das Tageslicht, aber trotzdem. Es kann trotzdem gruselig sein. Ne? Wer das gruselig finde, das ist eine Frage, die der Tim nicht beantworten möchte. Na, aber ernsthaft, er Minecraft macht dazu keine Aus. Minecraft kann grundsätzlich eigentlich so gruselig sein. Na, schau es dir an, du hast Blöcke. Blöcke. Oh mein Gott, Blöcke. Es muss ein Mord geschehen. Wer von Minecraft Albträume bekommt, den kann ich leider nicht ganz verstehen. Hey Moritz. Jetzt echt. Hast du gerade so einfach so gesagt oder stimmt das wirklich? Ich habe keine Ahnung, ob der von Minecraft Albträume bekommt. Das wäre natürlich witzig. Aber wenn dadurch dann voll mobben würden und so. Hoffentlich schaut der Moritz das Video nicht. Ansonsten, Moritz, ich hoffe, du verstehst Spaß. Hm? Mir ist gerade so ein schlechter Kommentar zu diesem, ich hoffe, du verstehst Spaß eingefallen, aber dann werde ich jetzt nicht. Also, Moritz, wenn du das Video schaust, dann schreib doch einfach in die Kommentare ja, okay? Und deine Meinung dazu, was ihr gerade gesagt habt. Ich habe zwar keine Ahnung. Wenn er aber ja in die Kommentare schreibt, dann meint er, dass mein Witz witzig war. Oder war es letzte Folge? Das war, glaube ich, letzte Folge. Ich habe keine Ahnung mehr. Danke, Moritz, wenn du ja reinschreibst. Dann schreib lieber, jawohl. Jawohl. Genau, schreib jawohl rein, wenn du, das Video hier schaust. Und schreib deine eigentlich Meinung zu unserer, zu unserem Dialog gerade eben auch hier rein. Findest du, dass das denn böse ist? Ach so, noch an den Paul, ihr kennt ihn alle nicht, aber ich kenne meine Zuschauer fast alle persönlich. Oh, das ist aber echt volle Beleidigung. Ja, ich weiß. Wenn du... Also ich natürlich nicht, ich kenne meinen Zuschauer das auf meinem Kanal. Auch. Der Gronkh. Ja, Gronkh kennt auch seine alle seine Zuschauer persönlich. Alle, die ihn abonniert haben. Ja, ich bin sein Zuschauer, aber habe ihn nicht abonniert. Problem. Kennt alle seine Abonnenten persönlich. Ich mach. Naja. Das heißt, er kennt dich? Ja. Nein, er was? Nein! Tim ist Gronkh-Fan. Ja. Na, aber ernsthaft. Na, das sagt. Nee. Nein. Du willst sagen, dass Gronkh nicht so gut ist? Nein. Nein! Das Problem ist halt, also. Gronkh ist ja eigentlich ein geiler Let's Player. Der kann es ja auch, weil der hat die perfekte Stimme dazu. Geil. Der hat die perfekte Moderations. Kunst. Ja, ist geil. Gronkh ist ja eigentlich richtig geil. Ja, aber hast du dich gerade so richtig ekelhaft angehört? Und so, voll so. Hast du auf den Tisch gekotzt? Ach, hast du ja. Ja, aber allgemein, ich habe früher dem seine Videos habe ich gesuchtet. Ja, Tim suchtet immer noch. Ja. Die Frage ist, was er jetzt suchtet, was für Videos. Die eigenen, ne? Ja, das ist immer so, dass du wirklich deine eigenen Videos suchtest, denn ich kenne dich. Ja, ich muss sie anschauen, weil ich die beste Szene. Ich sag jetzt nicht beste Szene, weil sonst wäre unsere Folge langweilig.
Weil ich eine Szene fürs Intro packen muss, also muss ich schauen, durch die Videos schauen, welche Szene ich nehme. Das ist leider. Du hast auch mal so ein Out, du hast mal ein Outtake von uns vors Video gepackt. Ja, das mache ich jetzt. Alle Outtakes, die wir haben, mache ich da rein. Okay, jetzt den letzten nicht, weil der war ein bisschen zu lang und der war ein bisschen zu komisch. Und der war voll langweilig irgendwie. Und hier habe ich noch. Alter Mann, ey! Mach eine neue Kiste. Ach, hier ist eine Kiste. Stell eine neue Kiste. Ich hoffe, es da ist kommt bitte, als Musik. Da kommen jetzt Naturerscheinungen rein. Naturerscheinungen? Okay. Das heißt, ich räume hier mal, ich räume die Kisten aus, ja? Du alles, kannst dann, in Minecraft ist so ziemlich alles natürlich. Nein. Doch. Geh mal weg. Natürlich. Mach dich weg. Ey, das ist doch keine Naturerscheinung. Kein Fleisch. Oh, Alter. Es wird Nacht. Oh, Tim, du kapierst das nicht. Ja, Mama, frag mich, ob du wirklich. Scheiße. Fuck! Was? Den du nährst einfach nur. Schlagen und wegrennen. Warte. Warte, warte, schau her. Ey, nee, nee, ich bin ein Schwert, ich bin gleich tot. Ich hab nur noch ein Herz. Gute Nacht. Warte kurz, bitte steh noch einmal auf. Nein. Sorry. Schlag mich nicht, schlag mich nicht. Ich hatte dich auch nicht mit dem Schwert geschlagen. Okay, ich schlag dich mit meinem Bogen. Ach, ich darf dich noch einmal mit dem Bogen abschießen. Nein, dann bin ich tot. Jetzt stell mein Bett wieder hin. Warte, 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 alles. Ich will noch eine Sache dir zeigen, Mann. Hör auf, mein Bett abzubauen. Es ist nur kurz. Versteht er einfach keinen Spaß, ey. Ja, mein Bett vielleicht. Ja, dann schlag doch endlich. Das hast du. So, und jetzt, was ich dir zeigen wollte. Schlagen und wegrennen. Wegrennen. So habe ich ja meinen Bogen für weite Strecken. Ich bin schon auf dem Weg zum Bett. Mama, frag ich mich, was soll ich für eine Scheiße immer machst. Soll ich mir mit dem Schwert nachhelfen? Nein, ich schaff das schon. Tim. Was denn? Ja, drück doch bitte endlich aufs Bett drauf. Ja, ich drück doch die ganze Zeit rechte Maustaste. Ja. Jetzt hör doch auf. Soll ich erstmal umziehen? Oh, Folge vorbei. Tschüss. Tschüss. Ich hab keinen Bock auf den ganzen Mist. Tschüss.